Tubete Fire, 1930. Das ist der Name des Filmes, in dem das erste Mal eine anamorphotische Linse verwendet wurde, um ein breiteres Bild auf eine Leinwand zu projizieren. Dies sind die einzigen Bilder, die von diesem Film übrig geblieben sind. Es sollte gute 20 Jahre dauern, bis anamorphe Linsen wieder Einzug in die Kinowelt hielten. Man wollte ein breiteres Bild auf die Leinwand bringen, um neues Interesse für das Kino zu wecken. Durch den Aufbau anamorpher Linsen war dies möglich. Im Vergleich zu sphärischen Linsen besitzen anamorphe Linsen ein weiteres Element, welches das Bild auf der horizontalen Achse staucht. So kann zum Beispiel auf einem 4:3 Film in der horizontalen Achse mehr Bildinformation festgehalten werden. Dadurch wird das Bild jedoch verzerrt. Um dies zu korrigieren, wird es wieder in die Breite gezogen. Damals geschah dies an einem Projektor mit einer entsprechenden Linse. Heute kann man dies digital machen. Der Squeeze-Faktor gibt an, wie stark ein Bild gestaucht wurde. Zweifach ist der heutige Kinostandard. Das bedeutet, dass das Bild horizontal doppelt so lang wird. Für unterschiedliche Seitenverhältnisse und Sensorgrößen gibt es noch unterschiedliche Abstufungen des Squeeze-Faktors. Es gilt aber, umso größer der Squeeze-Faktor ist, desto stärker ist die anamorphotische Ausprägung. Bei alten und vielen günstigen Linsen gibt es bauartbedingt das Problem, dass sich der Squeeze-Faktor bei einer Fokusverlagerung durch das Focus-Breathing verändert. Bemerkbar macht es sich dadurch, dass Personen entweder schmaler oder breiter wirken, als sie im realen Leben tatsächlich sind. Der Look setzt sich aus mehreren Aspekten zusammen. Dem ovalen Bouquet, den horizontalen Flares, dem Focus-Fall-Off, also dass die Bildschärfe zum Rand hin abnimmt, der Verzeichnung und den typischen Bildkompressionen. Heutzutage sind anamorphe Linsen aus rein technischer Sicht nicht mehr nötig, aber den Charakter verbinden wir bis heute mit dem Kino.